glänzt in Strahlen und versetzt und ewig klar. Wandeln, leuchten wie die Sonne, spendet Licht und Kraft und Wonne. Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der uns mit seiner Freude erfüllt, er sei mit euch. Liebe Gläubige, seid herzlich gegrüßt am dritten Tag unseres Osterfestes. Ich hoffe, bei allem Alltag, der jetzt wiederkehrt, habt ihr diese Freude noch in uns, haben wir sie in uns und lassen wir sie auch weiter klingen. Denken wir nur an unseren afrikanischen Priesterfreund, der uns so schön Zeugnis gegeben hat. Ja, wir haben Grund zur Freude. Ostern wird nur dann, nicht wenn wir hören von der Auferstehung, sondern wenn es uns im Herz trifft, wenn wir von innen her hineingenommen werden. Ja, es gibt dieses Leben, das von Gott kommt, und es ist ein Leben, das uns aufblühen lässt. Bitten wir in dieser Messe, dass wir davon wieder neu und noch mehr ergriffen werden. Herr Jesus Christus, du hast die Fesseln des Todes gesprengt. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Du Auferstandener hast uns der Macht der Sünde entrissen. Christe eleison. Christe eleison. Du Sieger hast uns unzerstörbares Leben gebracht. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Der allmächtige Gott, der erbarme sich unser. Er lasse uns Schuld und Sünde nach und er führe uns zum ewigen Leben. Amen. 8 Tage lang erschallt jetzt das Gloria, der große Osterhymnus. Gott in der Höhe sei Preis und Ehr, dem Menschen Fried auf Erden. Allmächtiger Vater, höchster Herr, du sollst verherrlicht werden. Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, wir rühmen deinen Namen. Du wohnst mit Gott, dem Heiligen Geist, im Licht des Vaters. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast dein Volk durch die österlichen Geheimnisse befreit und gestärkt. Bleibe bei uns mit deiner Gnade und führe uns zur vollkommenen Freiheit, damit der Osterjubel, der uns heute erfüllt, sich in der Freude des Himmels vollendet. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Mit Gewissheit erkenne das ganze Haus Israel. Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz, und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.
Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie: Lasst euch erretten aus dieser verdorbenen Generation. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja. Das ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. Nachdem die Frauen die Botschaft des Engels vernommen hatten, verließen sie sogleich das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte: Seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Während die Frauen unterwegs waren und berichteten den hohen Priestern, kamen einige von den Wächtern in die Stadt und berichteten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Sie fassten gemeinsam mit den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und sagten: Erzählt den Leuten, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Als der Statthalter davon hört, werden wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und machten alles so, wie man es ihnen gesagt hatte. So kommt es, dass dieses Gerücht bei den Juden bis heute verbreitet ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Liebe Schwestern und Brüder, schön ist, dass die kirchliche Liturgie uns diesen Rahmen schenkt, dass sie die 8 Tage wie einen Tag feiert. So schnell würden wir sonst wieder zurückfallen, gleich in das Alltagsgeschehen, und so sind wir hineingenommen. Es ist etwas ganz Großes, was sich diese Woche ereignet. Und wir merken heute bei den genaueren Berichten über die Auferstehungsereignisse, es ist so, wie es schon vor dem Sterben Jesu war. Es gibt die einen, die sind voller Dankbarkeit über diese Zuwendung Gottes in Jesus Christus. Die Frauen, die diesen letzten Liebesdienst erweisen wollten, den Leichnam Jesu salben, einbalsamieren, sie dürfen erleben, wie ihnen der Auferstandene entgegentritt, sich zeigt, irdisch zeigt, dieses schöne Wort sagt, seid gegrüßt. Das erinnert uns an das Wort des Engels, als das Erlösungswerk der Menschwerdung begann. Freut euch, heißt das übersetzt aus dem Griechischen, freut euch. Und dann sagt er noch zu ihnen, fürchtet euch nicht. Schaut her, so sehr hält uns Gott, dass nicht einmal der Tod uns vernichten kann. Freut euch. Und er sagt weiters, sagt den Jüngern, die meinen Weg mitgehen, heißt das, die so werden wollen wie ich, die Botschaft hinaustragen in die Welt, wie ich sie hinausgetragen habe, die Botschaft, dass Gott Liebe ist und dass die Liebe uns ewiges Leben bringt, sagt denen, sie werden mich sehen, auch sie werden mich sehen. Das gilt für die Jünger aller Zeiten, das gilt auch für uns Getaufte, wenn wir nach Galiläa gehen, wenn wir an die Orte gehen, wo der Auferstandene machtvoll wirkt. Und jetzt ist so ein Ort, die Kirche ist so ein Ort, das Feiern der Messe ist so ein Moment, wo wir den Auferstandenen erleben werden. Dort werdet ihr ihn immer wieder erleben, und das wird euch auch Kraft geben, weiter zu bezeugen, dass die Wahrheit Gottes die Liebe ist. Das ist die eine Seite, die sich da mit hineinnehmen lassen. Und die andere Seite, trotz Auferstehung, die Verstockung. Immer noch dieses, ich will nicht zugeben, dass ich verkehrt gelegen habe. Die hohen Priester, hätten sie doch jetzt gesagt, mein Gott, was haben wir getan? Habe Erbarmen mit uns. Es wäre ihnen sofort die Tür aufgegangen, so wie er den Soldaten vergeben hat. Wäre er auch jederzeit bereit gewesen, den hohen Priestern, die ihn ausgeliefert haben, zu vergeben. Aber nein, sie bleiben in ihrer Verstockung. Sie legen gleich die nächste Lüge drauf, und damit sieht man schon, von welchem Geist sie erfüllt sind. Der Vater der Lüge treibt sie weiter ins Verderben. Sie bestechen, sie versuchen wieder mit der Macht dieser Welt, mit dem Geld, die Wahrheit zu verdecken. Sie bestechen die Soldaten. Sagt, sie sind der Leichnam, ist nur gestohlen worden. Bis heute gibt es welche, steht in der Bibel, die diese Geschichten glauben. Dabei ist das andere doch viel kraftvoller. Diese vielen, vielen, vielen Gläubigen, die aus der Hingabe Jesus heraus selbst gelernt haben, ihr Leben für die anderen einzusetzen und hinzugeben, weil es das Prinzip Gottes ist. Also, ich glaube, es fällt uns nicht schwer, auf welche Seite wir uns stellen wollen. Auf die Seite, die die Auferstehung wegschiebt, oder auf die Seite, die sagt, mein Gott, der Lebendige, er ist erlebbar in unserer Zeit genauso. Nehmen wir uns das mit in diesen Tagen, diese Woche hinein. Wir können den Auferstandenen erleben, überall dort, wo er in seiner Liebe wirkt. Amen. So lasst uns jetzt in den Fürbitten vor Gott treten. Zu Jesus Christus, dem heiligen, starken, unsterblichen Gott, lasst uns fürbittend rufen, Herr, sei unser Licht, Herr, sei unser Licht. Wir beten für unseren Papst Franziskus
um einen Geist, der ihm eine ansteckende und befreiende Glaubensfreude schenkt. Herr, sei unser Licht. Wir beten für die Kinder, die in diesem Jahr zum ersten Mal zur Heiligen Kommunion gehen, um Freude in der Gemeinschaft der Glaubenden. Herr, sei unser Licht. Wir beten für alle, die Verantwortung tragen in Politik und Wirtschaft, um den rechten Blick für die Not der Menschen in unseren Tagen. Herr, sei unser Licht. Wir beten für unsere Familien, um Offenheit und gegenseitiges Verständnis und um Kraft und Geduld in schwierigen Zeiten. Herr, sei unser Licht. Wir beten für unsere Toten, um ewigen Frieden in deiner ewigen Herrlichkeit. Herr, sei unser Licht. Wir wollen auch die heutige Messintention mit einschließen. Familie Griechbaumer, Beersdorf, für verstorbene Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma. Herr, sei unser Licht. Denn du bist unsere Hoffnung und unsere Zuversicht. Dich preisen wir heute, alle Tage, bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Halleluja, Ostersegen, komm herab wie Morgendau, dich in jedes Herz zu legen, dass es froh nach oben schaut und zu zu dir mit reumütigem Herzen und demütigem Sinn. Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir wohlgefalle. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Der Herr nimmt das Opfer aus deinen Händen zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze Heilige. Lasset uns beten. Gütiger Gott, nimm unsere Gaben an und gewähre uns deinen Schutz, damit wir die Taufgnade, die wir empfangen haben, nicht verlieren und zur ewigen Freude gelangen, die du für uns bereitet hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diese Tage aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, und all deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung und aller, die aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir,
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns in Freude beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Christus trat in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt euch das Zeichen des Auferstandenen, Frieden und Versöhnung. Friede sei mit dir. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die den Herrn sehen und glauben.
Ihr seid mit Christus auferstanden, darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das Himmlische, nicht auf das Irdische. Halleluja. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in der Taufe hast du uns das Heil geschenkt. Mache unsere Herzen würdig, die Freude des kommenden Heils zu erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Danke euch für euer Kommen und Mitfeiern dieser heiligen Messe. Freuen wir uns, dass wir an diesem Morgen schon wieder hineingenommen sind in den Schwung der Auferstehung und leben wir als Zeuge dieses frohen Glaubens. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle, die euch anvertraut sind, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Amen.